Halbe TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment haben wir diese Woche die Themen für Sie zusammengestellt. Tolle Preise beim Brucker Gewinnspiel. Saisonauftakt für die Leobner Handballer. City Beach goes Minorettenplatz. Halbe TV Zauberer Paul Sommerscooter tricks mit Bällen. Und in On the Road dreht sich diesmal alles um die Autopflege. Zum Essen gibt's Paprikasuppe mit Fleischbällchen. Zuvor aber noch die News-Sendung mit folgenden Beiträgen. Jochen Rindt lebt im Stadtkino Bruck. Und Pressekonferenz der Brucker KPÖ. Es war der 5. September 1970. Österreich hat seinen Nationalhelden verloren. Jochen Rindt verunglückte tödlich im Autodromo Nazionale di Monza und ging als einziger Posthum-Weltmeister in die Geschichte der Formel 1 ein. Zum 50. Todestag von Jochen Rindt zeigt das Brucker Stadtkino am 4. September die Dokumentation Jochen Rindt lebt. Als besonderes Schmankerl im Vorfeld des Films gibt es eine Buchpräsentation mit Dr. Erich Klawitzer. Der ehemalige Rennfahrer und Stuntman war ein langjähriger Freund und Wegbegleiter von Rindt. In seinem Buch Jochen Rindt – Ikone mit verborgenen Tiefen wirft er einen Blick auf den Menschen Jochen Rindt, mit all seinen Stärken und Schwächen. Das 400 Seiten starke Buch enthält viele Privatfotos und Hintergrundgeschichten sowie Anekdoten rund um die österreichische Rennsportlegende. Naja, ich versuche also als Zeitgenosse also die Zeit auch zu beschreiben. Ja? Dieses Mick Jagger, Rolling Stones, Can't Get No Satisfaction oder was ich wie soll, Jimi Hendrix. Und es ist ja auch typisch, dass diese Pop-Ikonen, und der Jochen war ja auch eine in Wahrheit, also für die breite Öffentlichkeit, ja, weil die sind ja niedergekniet vor ihm, wie ein Heiligen, dass die dann eigentlich alle im 70er-Jahr dann gestorben sind oder um die 70er-Jahre. Und rückblickend, ich meine, jetzt wäre ich bald 80, finde ich es eigentlich tragisch, wenn ich dann so Artikel schreibe, in Zeitungen oder ein Buch schreibe, wer da aller gestorben ist an einem Wochenende. Und da wird es Autorennen geben, da waren 3 Tote am Sonntag. Und wir haben gesagt, ja. Ja, der Bandini ist verbrennt, 67 oder wann das war, in Monte Carlo. Und ich war damals für einen Kurier dort, für seine Tageszeitung, und habe da reingeschrieben, in der 67. Runde oder wann immer, ist der Bandini verbrennt. Diese ganze Tragik, die damals herum war. Aber es war natürlich auch so, dass wir gesagt haben, jetzt sind 2 gestorben oder einer, aber vor 10 oder 20 Jahren sind bei einer Autorennen 5 gestorben. Ja? Und haben immer geglaubt, dass das der sicherste Moment ist oder die größtmögliche Sicherheit ist. Ja? Und das war eben diese Zeit, diese Rock'n'Roll-Zeit. Und diese Rock'n'Roll-Zeit, Autorennen war damals auch Rock'n'Roll. Der Jackie Stewart, die langen Haare. Ne? Man darf sich eins nicht vergessen, wir waren damals mit dem Lauda Skifahren, Bankl Gerold und der Niki auf der Taublitz, und da kann ich mich erinnern, dass einer reingekommen, nicht mit langen Haaren, ja, sondern der war halt länger nicht beim Friseur. Den hat der Wirt rausgeschmissen, nicht? Und der Jochen selber war halt, nicht? Wir sind in einer Konditorei gesessen, und der Jochen gesagt, warte, ich geh geschwind zum Friseur, kommt noch 5 Minuten zurück, wutentbrannt, und hat gesagt, wie gibt's denn das, der Idiot? Ich hab gesagt, fasionieren. Und der wollte mir die Haare wegschneiden. Ne? Ich meine, diese Reindl, diese anständigen Haarschnitte. Ne? Jochen Rindt lebt von Christian Gieser und die Buchpräsentation Jochen Rindt, Ikone mit verborgenen Tiefen, inklusive Podiumsdiskussion, gibt's am 4. September ab 19 Uhr im Stadtkino Bruck. Das Thema Wohnen beschäftigt die KPÖ Bruck. Jürgen Gösch präsentiert 3 Forderungen, um für leistbareres Wohnen in Bruck zu sorgen. Der Mietzinsrichtwert liegt derzeit bei 8 Euro. Dieser Wert liegt im österreichischen Schnitt. Gösch möchte diesen schrittweise auf 5 Euro senken. Er betont, dass vor allem in Zeiten der Krise die Mieten für manche Bürger schwer zu stemmen seien. Rund 800 Gemeindewohnungen werden derzeit von der Brucker Wohnbaugenossenschaft verwaltet. Gösch möchte aus diesem Vertrag aussteigen, was laut ihm halbjährlich möglich ist, und die Wohnungen wieder in die Eigenverwaltung der Stadtgemeinde führen. Es gibt immer wieder
Beschwerden, Anliegen von Seiten Mietern etc., dass die der Verwaltungsapparat des Brugger Wohnbaus nicht so zur vollen Zufriedenheit ist, erstens. Und zweitens können wir das locker in Eigenverwaltung stemmen, könnten da direkter das machen. Es könnte dann auch der Prüfungsausschuss sich ja mit dem Thema ein bisschen besser beschäftigen und es wäre mehr Transparenz. Zur Untermauerung seiner Argumente präsentierte Klösch auch eine Mieterin, die derzeit ein Verfahren mit der ZUWO bzw. der Brugger Wohnbau führt. Der dritte Punkt betrifft die leerstehenden Wohnungen. Rund 10% der Gemeindewohnungen stünden leer und hätten zum Teil Sanierungsbedarf. Mit Fördergeld aus der Corona-Milliarde des Bundes sollen diese saniert werden. Hier sollte ein Konzept erarbeitet werden, um zu prüfen, wie viel Förderung man sich hier abholen kann, so die KPÖ. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Hallo, ich bin Sanja Jovanovic, arbeite Sozialhilfeverband Altersheimgasse. Ich habe mich für Sozialhilfeverband entschieden, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite, weil es ein sicherer Arbeitsplatz ist und bei uns ist egal aus welchem Land das du kommst, bei uns zählt der Mensch. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck Mürzzuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at. Hallo und herzlich willkommen zu unserer HiWTV-Rubrik Die Region im Fokus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim großen Brugger Gewinnspiel kann man noch bis 19. Dezember tolle Preise gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Hyundai i20 im Wert von 15.000 Euro. Wie man daran teilnimmt? Wolfgang Puss berichtet. Das große Brugger Gewinnspiel läuft noch bis zum 19. Dezember. Hauptpreis ist ein Hyundai i20 im Wert von 15.000 Euro. Insgesamt nehmen 52 Betriebe teil und es gibt tolle Preise zu gewinnen. Mir liegt was an der Stadt Bruck an der Mur. Durch dieses Gewinnspiel und diese Gewinnkarten ist die Motivation, Kunden in die Stadt zu bringen und somit einfach die Brucker Innenstadtbetriebe zu forcieren. Das Los einfach ausfüllen und beim Tourismusverband oder den teilnehmenden Betrieben einwerfen und mit etwas Glück einen tollen Preis abstauben, wie zum Beispiel hier bei Optik Nöhmeier. Wir haben einen Preis für die Zwischenverlosung zur Verfügung gestellt. Das ist ein Zeiss Feldstecher, ein kleiner im Wert von 720 Euro. Jetzt generell für die Kunden, warum sollen sie zur Optik Nöhmeier gehen? Was zeichnet Sie selbst als Unternehmen aus? Wir sind ein traditioneller Optikbetrieb, schon jahrelang in Bruck ansässig. Wir bieten großteils auch heimische Produkte an. Wir schauen beim Einkauf österreichische Brillen in unserem Sortiment zu haben. Und wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Die Verlosung des Hauptpreises findet am 19. Dezember statt. Bis dahin gibt es noch drei weitere Zwischenverlosungen. Alle Informationen zum Gewinnspiel finden Sie auf der Website des Tourismusverbandes Bruck. Die
Die Handball-Sportunion Leoben startet am 5. September mit dem ersten Heimspiel in die neue Saison. Covid-bedingt gibt es Einschränkungen für die Besucher. Außerdem wurde mit Vitas Siura ein neuer Trainer präsentiert. Alle Infos gibt's jetzt. Pressekonferenz zum Saisonstart der Handballsportunion Leoben. Eine Saison, von der niemand weiß, wie sie wirklich enden wird. Trotzdem hat man sich optimal vorbereitet, sowohl sportlich als auch organisatorisch. Für den Neo-Präsidenten Alfred Leithold keine leichte Aufgabe. Ja, es waren die ganzen Umsetzungen, die seitens der Regierung vorgegeben wurden und auch seitens des ÖHB und der Verbände, die waren natürlich sehr zeitraubend. Das war, ja, sage ich mal, zeitraubender wie der sportliche. Gerade vor den Testspielen war es auch wichtig, spielt man jetzt gegen eine Erstligamannschaft. Da sind wieder andere Regelungen zu treffen gewesen. Man muss schauen, dass die Abstände eingehalten werden, dass man vielleicht nicht mit einem Bus anreist, sondern mit verschiedenen Autos anreist. Das Ganze im Vorfeld, fernab von allen Medien durchzuführen, das war sehr, sehr kräfteraubend und wird uns auch noch länger begleiten in der Saison. Dazu kommen noch verminderte Einnahmen durch Sponsorgelder. Rund 30-40% fehlen im Vergleich zu den anderen Jahren. Stabile Partner sind gefragter denn je. Gerade in solchen Phasen, und das ist wieder mal eine Phase, da wird auch danach wieder eine bessere kommen, ist es wichtig, als konstanter Begleiter aufzutreten. Und dafür sind wir bekannt, das tun wir auch, in guten und in schlechten Zeiten. Und da war es uns wichtig, hier dran zu bleiben. Ich sehe auch, und das war auch im Mittelpunkt, das möchte ich auch nicht verheimlichen, eine tolle Vereinsarbeit dahinter. Ist auch nicht selbstverständlich, da gibt es große Unterschiede. Und der Verein hatte auch andere Herausforderungen, nicht nur Corona. Und das haben sie wirklich toll gemeistert. Und bestes Beispiel dafür ist die Verpflichtung des neuen Trainers. Mit Vitas Siura konnte eine Handballlegende gewonnen werden. Der mehrfache Spieler des Jahres erzielte in 94 Länderspielen 200 Tore. Er freut sich auf seinen Trainerjob in der Montanstadt. Ich werde, und das ist mein Job, von den Spielern Maximum rauszuholen. Und ja, ich bin der so wie sagt man, von Jugend oder von klein schon immer will gewinnen, egal bei Aufwärmenspielchen, Fußball, Basketball, egal was. Und dass ich werde von meinen Spielern verlangen, dass sie kämpfen bei jedem Spiel um Sieg. Eine Frage brennt natürlich, wird man Sie in Leoben hier am Parkett sehen? Ja klar, das war nach meiner schweren Schulterverletzung, ich glaube, mir gleich gesagt und Ziel. War mein, dass ich möchte meine Handballkarriere beenden am Parkett. Ja, und wer sich jetzt schon auf das erste Heimspiel am 5. September freut, Covid-bedingt, gibt es natürlich Einschränkungen. Für die Besucher ist zu beachten, dass beim Betreten der Halle und beim Verlassen des Platzes der Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Im Gastronomiebereich gelten die Regelungen dann für die Gastronomie. Ganz wichtig ist uns bitte und auch der Appell an die Zuseher, die Karten möglichst früh auch online zu kaufen. Das ist bei uns auf der Homepage möglich. Da ist auch der Kontakt von unseren Corona-Beauftragten und man kann uns gerne anrufen im Vorfeld. Ist uns sehr wichtig, weil wir dann auch planen müssen, wir haben ein kleineres Kontingent an Sitzplätzen. Es gibt auch keine Stehplätze. Dann können wir besser planen und für einen guten und spannenden Handballabend sorgen. Der City Beach erobert den Minoritenplatz in Bruck. Mit einem Kunst- und Jugendschwerpunkt zeigt das Projekt City Beach, wie wichtig es ist, gerade in Zeiten wie diesen den öffentlichen Raum zu bespielen. Robert Rabensteiner hat sich das für Sie genauer angesehen. Das Projekt City Beach in Bruck zielt unter anderem auf das Nutzen und das Beleben des öffentlichen Raumes ab. Mit einem Kunst- und Jugendschwerpunkt am Minoritenplatz werden nun weitere Flächen bespielt.
Ja, das ist ein Zugang, der uns immer schon sehr wichtig war beim City Beach, wo es eben darum geht, im öffentlichen Raum sich zu bewegen und sich aufzuhalten, dass wir immer wieder neue Leute dazu bringen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist heuer gelungen mit einer jungen Kreativgruppe, die sich eigentlich jetzt ganz spontan dazu entschieden hat, da mitzumachen und ihre Werke zu präsentieren. Ja, es ist eine super Möglichkeit überhaupt, dass man die leeren Schaufenster füllen kann mit was Schönen zum Ansehen, und es ist eine super Möglichkeit auch, dass man seine Kunst ausstellen kann in einem ungezwungenen Rahmen. Ja, also macht die Bilder eigentlich immer für eine bestimmte Person, zum Geburtstag oder so zum Beispiel. Weil normalerweise zeige ich das gar nicht so gern her, also das mache ich eher für mich selber, das Zeichnen, und es ist jetzt eine Premiere, dass das einmal mehr Leute sehen und wirklich ausgestellt wird. Die Bilder selbst sind in den Schaufenstern am Minoritenplatz Ecke Mittergasse zu bestaunen. Diese ganze Covid-Situation hat uns aber jetzt auch vor Augen geführt, wie wichtig das ist, dass wir im Freien Plätze haben, auf denen wir uns aufhalten können. Unterstrichen werden diese Möglichkeiten vom Projekt City Beach durch zahlreiche Veranstaltungen, die in der ersten Septemberwoche über die Bühne gehen. Der Minoritenplatz ist ja eigentlich auch total schön, deswegen bespielen wir heuer den Minoritenplatz. Und wie gut sich der nutzen lässt für Straßenmalen, für Konzerte und für Spielefestival nächste Woche dann. Jetzt zum wahrscheinlich besten, auf alle Fälle aber charmantesten Zauberer der Welt, dem österreichischen Staatsmeister Paul Sommerskuter. Und der Trick, den er diesmal vorführt, ist wirklich schwer zu durchschauen. Ich würde sagen, schauen wir uns die Vorführung mit den kleinen verflixten roten Bällen einfach mal an. Wissen Sie, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich gehe wahnsinnig gerne in den Zirkus. Und das habe ich dem Paul erzählt und er hat gemeint, er hat eine Überraschung für mich. Genau, ich habe was mitgebracht. Sie haben vielleicht schon mal gesehen, das sind die Roten Nasen. Die sind richtig, richtig cool, richtig nette Leute. Und damit zeige ich Ihnen ein kleines Spielchen. Das können Sie zu Hause nachmachen. Ihren Freunden, Verwandten, vor allem Enkelkinder haben sehr, sehr viel Spaß. Cool. Können Sie zeigen. Dann wird es auch verstehen. Jeder wird es verstehen, nur du nicht. Aber das ist Sinn der Sache, Miriam. Das Spiel heißt, finde den Ball. Okay. Das klingt immer viel einfacher. Wo befindet sich der Ball? Genau. Rechts. Ja, nicht hier, sondern da. Genau, ja, so einfach ist das. Jetzt machen wir es nochmal. Über Kreuz ist es ein bisschen schwieriger, weil die linke wird zur rechten Hand, die rechte wird immer zur, noch rechts. Nein. Links. Wir fangen nochmal von vorne an. Es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Sie sehen schon, okay. Das ist richtig lustig. Ein kleiner roter Ball. Ja. Ja. Befindet sich hier oder hier? Was glaubst du? Da. Nein. Wäre in dem Fall hier gewesen. Genau, wir machen es nochmal. Entschuldigung, nochmal so, 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 so. Da. Nein. Hier. Nochmal von vorne. Ein kleiner roter Ball. Wir haben noch einen mit. Pass auf, Miriam. Wo befindet sich der Ball? Lass dich nicht ablenken. Nein, Axel spielt niemals mit. Der wäre hier. Nein, er wäre hier gewesen. Genau, und jetzt wird spannend. Über Kreuz immer ein bisschen schwieriger. Was meinst du? Hier. Nein. Viel Spaß zu Hause. Sie können das weitermachen bis zum Ende. Wir haben nicht so viel Sendezeit. Verraten wir, Sie, wie das geht. Oder auch nicht. Ich glaube, die Leute werden sehr viel Spaß haben. Miriam. Ja. Die roten Nasen sind ja eine ganz tolle Vereinigung. Die sind nie alleine. Die sind immer zwei. Das ist ganz wichtig. Macht mehr Spaß, das Zeit. Genau. Halt seine Hände flach. So. Ja. Genau. Ich zeig's dir nochmal. Die sind nie alleine. Die sind immer zwei. Siehst du? Immer. Er hat doch den Ball eindeutig. Jetzt kommt die große Frage. Welcher gefällt dir besser? Der rote Ball oder doch der runde Ball? Welcher ist dein Schwierige Wahl, also Paul. Ich nenne den runden. Große Unterschied, weißt du, der ist ruhig und der quietscht ein bisschen. Siehst du? Nein, Entschuldigung, warte. Verdammt, der ist ruhig und der quietscht. Ja, genau, dann nehme ich den quietschenden. Nein. Jetzt ist er kaputt. Ist wohl die Batterie schon aus. Nein, das macht nichts. Pass auf. Ein Ball für dich. Ja? Ein Ball. Genau, ein Ball für dich, ein Ball für mich. Beziehungsweise dieser Ball. Der wandert von deiner Hand über die Schulter, zweite Schulter, bis er hier ankommt, dann hast du zwei. Cool. Das wird ein kleines Wunder. Kleiner Ball, genau, hier hinein. Achtung,
Ball verschwindet auf dieser Seite, war natürlich die Schulter, zweite Schulter, bis er hier, mach auf, du hast bereits zwei... Nein, das ist immer noch Ball. Der ist stecken geblieben auf halbem Weg, schau, wir müssen das nochmal probieren. Pass auf, ein Ball von mir, ein Ball hier, du kriegst einen in die Hand, einen habe ich, dann musst du aufmachen, dieser Ball kommt in diese Hand hinein, schwupp, wandert über die Schulter, zweite Schulter, wenn du langsam aufmachst, wirst du erkennen... Ein Wunder ist geschehen und das können wir wiederholen, solange wir wollen. Ein Ball in diese Hand, ein Ball in diese Hand. Wie viel sind in der Hand? Ich fange nochmal an. Es sind insgesamt immer zwei Bälle, weißt du, weil die sind nie alleine. Ein Ball hier, ein Ball da. Wie viel sind in der Hand? Miriam, es sind immer zwei Bälle. Ein Ball hier, ein Ball da. Wie viel sind in der... Ich glaube, wir haben nicht mehr ganz so viel Sendezeit. Wir lassen es einfach bleiben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachmachen, beim Staunen. Und vielleicht kommst du auch nochmal drauf, wie es funktioniert. Ja, du erklärst mir jetzt, wie es geht. Ja, vielleicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal. Tschüss, Papa. Ciao. Ersten Konzertmeister überhaupt zu finden in einem engen Zeitrahmen wird nicht einfach sein. Auch hier. Es ist ein sehr schwer zu besetzender Job. Ich würde dir manchmal wünschen, dass du den Bleistift fallen lassen kannst und abschalten kannst. Alles klar. Ich habe immer noch das Gefühl in Wien, dass ich eine amerikanische Tourist bin. Egal wo man ist Vertrauen sozusagen der Schlüssel. Der Wiener Klang ist was unglaublich Sinnliches. Industrie, Leben. Was gibt es Schöneres, als sich in einen Neuwagen zu setzen? Der spezielle Glanz des Lacks und der Neuwagengeruch im Inneren lassen die Herzen von Autofans höher schlagen.
Damit es auch so lange wie möglich so bleibt, benötigt unser fahrbarer Untersatz die dementsprechende Pflege. Wer stolz auf sein Auto ist, wendet es meistens auch viel Zeit für Reinigung und Pflege auf. Vor allem dann, wenn man endlich im Traumauto sitzt. Spätestens dann kommen entweder professionelle Autoaufbereiter oder zumindest deren Tipps ins Spiel. Das Mindestmaß an Pflege würde ich als professioneller Autoaufbereiter einmal im Jahr machen. Vorrangig, wenn es einer perfekt haben möchte, zweimal im Jahr wäre von Vorteil. Die Jahrespflege könnte es insofern so aussehen, dass man die komplette Lackaufbereitung vornimmt, konserviert, sowie auch die Innenreinigung, die was man auch regelmäßig machen sollte. Ne? Wichtig dabei ist auch, sich für eine nachhaltige Produktlinie zu entscheiden. Sonlax hat ein sehr großes Portfolio an Produkten. Da gibt es zwei verschiedene Produktarten. Da gibt es einerseits die Do-it-yourself-Schiene und andererseits, so wie wir sie verwenden, im professionellen Autoaufbereitungsbereich, die BFA-Linie. Es gibt in der Do-it-yourself-Linie Lackaufbereitungsprodukte, sprich Polituren gibt es. Es gibt Kunststoffpflegemittel, es gibt Reifenschwärzungsmittel. Das Portfolio ist sehr, sehr riesig. Es ist schon fast zu viel, um alles aufzuzählen. Also wir werden jetzt als erstes einmal sofort das Fahrzeug den Felgenreiniger einsprühen, säurefrei, sprich der greift keine Felgen an. Danach werden wir das ganze Fahrzeug mit Flugrostentferner einsprühen, was auch einen Farbumschlag drauf hat. Dann merkt man dann gleich, wenn es violett runterrinnt, dass er aktiviert ist und dass er arbeitet. Und dann die ganze Vorwäsche, die ganze Türfalze reinigen und danach werden wir das Fahrzeug in die Waschanlage stellen. Achten sollte man auch darauf, die Vorgaben des Herstellers immer penibel einzuhalten. Dann wird, wie gesagt, die Politur ausgesucht, wird poliert inzwischen. Und wenn wir mit dem Polieren fertig sind, werden wir nachher sofort die Versiegelung auftragen. Je nachdem, was der Kunde wünscht, gibt es verschiedene Versiegelungen. Es gibt Wachse, es gibt Beschichtungen, es gibt Keramikversiegelungen. Und wenn das erledigt ist, werden wir uns dem Thema Innenraum widmen. Gibt es natürlich auch verschiedene Innenraumaufbereitungsvarianten. Heute werden wir das Ganze innen mit einer Trockenaufbereitung machen, mit gewisser Fleckentfernung punktuell machen. Wir setzen deshalb auf Markenprodukte, weil die Oberfläche nicht angegriffen wird. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass das Fahrzeug besser zum Kunden zurückkommt, wie was es hergestellt hat. Die professionellen Produkte lassen sich einfach viel besser verarbeiten und vom Geruch natürlich her merkt man es auch extrem. Worst case wäre halt, wenn man ein Fahrzeug nicht reinigt, dass die ganzen Kunststoffe vergilben, dass der Lack ausbleicht, die ganzen Gummiteile spröde werden. Sprich, wenn man ein Fahrzeug richtig pflegt und reinigt, dann ist es auch gegeben, dass das Fahrzeug einen besseren Wert behält. Zum Schluss noch ein wichtiger Tipp. Es gibt verschiedene Untervarianten und Reinigungsmittel, verschiedene Duftnuancen. Aber wie gesagt, wenn man sich da nicht zurechtfindet, gibt es Produktkataloge. Da kann man alles genauestens nachschauen. Und falls der Kunde da zu viel Information hat, gibt es auch die Experten, die was euch weiterhelfen. Nun meldet sich Manfred Nimrichter wieder aus dem Tischlerzentrum Bruck. Er kredenzt uns heute eine feine Paprikaschaumsuppe mit Fleischbällchen. Dazu gibt's ein feines Rucola-Pesto. Viel Spaß beim Nachkochen und Mahlzeit! Ein herzliches Willkommen von mir aus dem Tischlereizentrum Bruck an der Mur zu euch daheim ins Wohnzimmer. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir gehen ja schon Richtung Spätsommer, haben heute eine ganz interessante Geschichte wieder vor uns. Und zwar machen wir ein schönes Paprikaschaumsüppchen mit so faschierten Weibchenbällchen machen wir dazu. Und dann machen wir noch so ein Rucola-Pesto, das passt hervorragend zum Paprika. Paprika ist ja eine gesunde Geschichte eigentlich. Schaut, dass, sage ich mal, jetzt gerade auf das Gemüse zurückgreift. Hat einen hohen Vitaminanteil, ganz was Wunderbares. Gut, wir legen los mit dem Pesto. Wir haben uns schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir uns Parmesanspäne gleich mal vorgehobelt. Die geben wir uns gleich mal so ein Becher rein. Dann, wie gesagt, eben den Rucola. Den drehen wir uns gleich ein bisschen feiner zusammenreißen. Vorher natürlich schön durchwaschen, trocken schleudern das Ganze, damit wir keinen Sand nicht drinnen haben. Und so eine schöne Geschichte, auch eine hochinteressante, aromatische Geschichte der Rucola.
schmeckt leicht nussig, ganz was Schönes. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Brauchen wir nicht zu viel, dann mal lieber noch was nachgeben. Dann habe ich geröstete Pinienkerne vorbereitet. Das tun wir dazu rein. Und was wir jetzt brauchen, einen hohen Anteil an einem schönen kalt gepressten Olivenöl. Das nehmen wir uns einmal rein. Für die Suppe, so als Einlage, das Pesto, das tun wir mixen. Ihr könnt selbstverständlich daheim dann einen schönen Mörser nehmen und das Ganze wirklich schön fein mörsern. Aber für die Sache ist das wirklich optimal. Lässig an der ganzen Sache ist auch, wenn ihr euch ein bisschen besser vormacht, das könnt ihr auch nicht weiter, sage ich einmal, ja, im Kühlschrank einmal gute Woche lagern, da passiert gar nichts. Schaut, dass der Anteil vom Öl nicht zu hoch ist, dass wir eine schöne Paste jetzt erreichen, eine schöne Konsistenz. Und das mixen wir jetzt einfach schön fein durch. Das passt uns schon. Das klopfen wir aus. Bis da stellen wir uns jetzt ein bisschen auf die Seite. Dann haben wir uns schon hergerichtet für den Suppenansatz. Da habe ich einen schönen roten Spitzpaprika, ein paar Schalotterln, Kartoffeln nehmen wir als Bindung her. Dann habe ich ein bisschen geräuchertes Paprikapulver, das gibt ein schönes, interessantes Aroma. Ein bisschen Knoblauch nehme ich. Also da nehme ich eigentlich am liebsten den Gemüseknoblauch, den chinesischen, weil der nicht so scharf ist und trotzdem ein schönes Aroma hat. Wir aktivieren uns gleich mal in den Ofen. Schalten wir gleich mal auf schön Gas ein. Da geben wir ein bisschen Maiskeimöl rein. Das passt uns schon. Da muss gleich mal ein bisschen vorheizen, das Ganze. Dann schneiden wir uns gleich den Paprika mal schon zugeputzt. Schauen, dass das Weiße schon heraus ist, die ganzen Kerne weg sind. Das brauchen wir im Prinzip eigentlich nur schön grob zusammenschneiden. Das geben wir uns gleich mal rein. Geben wir mal vom Schaum zum Brutzeln. Das ist schon mal ganz gut. Dann nehmen wir uns ein paar Schalotten her. Das schneiden wir auch gleich dazu rein. Gar nicht zu fein machen, das Ganze. Dann brauchen wir noch ein bisschen Knoblauch. Den schneiden wir uns ein bisschen feiner, damit die Aromen schon rauskommen. Das reicht uns. Das Messer schnell sauber. Dann brauchen wir die Kartoffeln. Die richten wir uns auch daher. Brauchen wir auch nicht zu fein schneiden. Kartoffel ist ja sogar mal relativ schnell durch. Dann nehmen wir unser mehliges Kartoffeln, weil die mehligen Kartoffeln geben natürlich gleich in der Suppe drin an die Bindung, die wir brauchen. Natürliche Bindung. Das ist uns genug. Das stellen wir uns auf die Seite. Brutzelt schon schön. Da hast du jetzt natürlich aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, das Ganze. Schauen wir mal schon. So ist das schon perfekt. Dann gleich die Kartoffeln dazu. Das ist schön. Wir machen schon die Arbeitsfläche gleich mit sauber. So, jetzt haben wir dann noch den geräucherten Paprika. Den gibt es mittlerweile auch schon in einem gut sortierten Geschäft, sage ich mal. Das Interessante im geräucherten Paprika ist eben der leichte Rauchgeschmack. Der macht natürlich die Suppe dann noch ein bisschen interessanter. Wenn wir den Paprika reingeben, schauen, dass es schön einstaubt und dann gleich aufgießen, weil sonst wird nämlich das Paprikapulver nämlich ziemlich bitter und das wollen wir nicht haben, den bitteren Geschmack. So, wir stauben das schön ein. Das reicht. Rühren uns einmal kurz um. Jawohl. Und dann tun wir gleich ablöschen, und zwar da eine schöne Gemüsebrühe. Dann nehmen wir halb Gemüsebrühe und halb Sahne. Dann passt das schon perfekt. Das Ganze lassen wir jetzt so ja, gut 15 Minuten einmal schön dahin köcheln und dann schauen wir weiter. Kundenorientierter Service, individuelle Planung, vollendetes Design. Wir produzieren Ihre Möbel maßgeschneidert und professionell. Vom Einzelstück bis zum Großprojekt bekommen Sie in Ihrem Tischlerzentrum alles aus einer Hand, aber mit genügend Raum für flexibles Handeln. Das ist Ihr Tischlerzentrum Bruck.
So, Leute, schaut gut aus. Super, das ist schön beim Kochen. Das lassen wir ganz leicht köcheln. Das, wie gesagt, das dauert so gut 15 Minuten, bis im Kartoffel und Paprika die wirklich die weiche Konsistenz erreicht haben. Wir widmen uns mittlerweile einmal dem Faschierten. Ich habe da ein schönes gemischtes Faschiertes, leichten Fettanteil. Das passt perfekt so. Wir brauchen jetzt da eine einmal ganz feine Schlotten. Die werden wir uns wirklich schön fein schneiden. Aufpassen auf die Finger. Schneiden wir schön fein durch, damit wir es mit dem Fleisch leicht vermischen können. Da müssen wir nochmal durchschneiden ganz leicht. Das ist perfekt. Super, kocht man ein bisschen zu stark, schalten wir leicht zurück. So, das dann mal gleich mal da vorne schön verteilen. Und Faschierten drinnen. Das ist schon mal gut. Dann haben wir ein bisschen einen interessanteren Touch. Da habe ich dann noch hergerichtet ein paar Kapern. Dass das schön durchwaschen, damit der salzige Geschmack raus ist, damit wirklich die Kaper schön durchkommt. So, das tun wir uns dann auch schön fein schneiden. So, das passt uns. Schön durchgezogen das Ganze. Das mischen wir uns auch da rein. Wunderbar. So, dann werden wir es kurz abspülen. Sehr schön, dann haben wir uns da ein zweites Angel hergerichtet für die Arbeitsfläche. Was wir jetzt noch brauchen ist, da habe ich ein bisschen gehackte Petersilie. Gehen wir noch dazu rein. Ja, können wir alles geben. Dann ein bisschen Schnittlauch, einen gehackten, geschnittenen. Dann haben wir noch ein bisschen Salz, brauchen wir noch. Wie gesagt, da darf man aufpassen mit dem Würzen, nicht zu viel. Pfeffer aus der Mühle. Jawohl. Dann habe ich mir noch hergerichtet den Eierl für die Bindung. Da wird, glaube ich, eines reichen. Schauen wir mal. Mischen wir uns das gleich mal ein bisschen durch, dass das Ganze schön verbunden ist. Dann müssen wir ein bisschen zurückschalten. Schönes Faschiertes. Jawohl, und jetzt brauchen wir noch ganz eine leichte Bindung. Und zwar haben wir nachher recht vorne noch Semmelbröseln. Ganz feine. Die mischen wir noch dazu rein, dann haben wir noch die restliche Bindung, die wir brauchen, dass wir schöne Bällchen ausformen können. So ist das perfekt. Wir haben da hinten das Rohr schon vorgeheizt auf 145 Grad. Wir werden die Bällchen dann rundherum scharf anbraten. Und dann gehen wir es einfach ins Rohr rein zum Ziehen. Das passt dann so. So, jetzt schütten wir mal ein bisschen was rein da. Und schauen wir mal, wie die Bindung da ist. Lieber ein bisschen was nachgeben. Da tun wir es leicht, dass wir jetzt zuerst zu viel reingeben. Es wird trotzdem schön leicht und flammig sein, das Faschierte. Jawohl. Klopfen ab. Dann schalten wir uns da ein bisschen das Wasser ein. Wir brauchen das für die Hände zum Bällchen formen. Dann geben wir da gleich mal ein bisschen Gas. Nehmen wir noch mal ein bisschen was. Ein bisschen was haben wir noch da von dem Maizenroll. So, das reicht uns. Dann tun wir ein bisschen Butterschmalz dazu für den Geschmack und für die Farbe. Dann mal gleich mal schauen, dass wir ein bisschen an Temperatur erreichen, dass es zum Brutzeln gleich anfängt. Und da tun wir uns einfach dann wirklich schöne kleine Bällchen formen. Legen wir es jetzt erst einmal da her. Größer sollen es gar nicht sein, dass es nett ausschaut in der Suppe drinnen. So geht es auch. Auch ist ja bekanntlich mit. So passt uns das perfekt. Wir brauchen ja nicht zu viel. So, wir machen da insgesamt so 6 Bällchen. So passt uns das. Stellen wir auf die Seite, machen wir schnell die Hände sauber. Das gehört ja auch dazu. Wunderbar. So, das Öl-Butter-Gemisch ist mittlerweile schön heiß. Da werden wir jetzt die Bällchen vorsichtig einlegen. Schau, brutzelt schon. Da schauen wir jetzt einfach, dass wir das schön rundherum anbraten, damit der Soft schön drinnen bleibt im Faschierten. Das ist perfekt. Dann nehmen wir uns dann eine Schalotte her. Das geben wir dann noch ein bisschen beim Braten dazu rein. Damit wir einfach noch zusätzlich ein bisschen Geschmack erreichen. Dann haben wir da noch ein paar von den Kapern. Die legen wir uns dann auch noch dazu rein. Dann haben wir alles schön verwertet. Stellen wir uns auf die Seite. So, schaut einmal. Dann geben wir ein bisschen Gas. Ab und zu beim Superl ein bisschen umrühren, damit uns nichts passiert. Kontrolle machen, vielleicht ob es schon die Bissfestigkeit hat, dass wir es aufmixen können dann. Machen wir uns schnell sauber. Das können wir schon dazu reinlegen. Kappern auch ziemlich zum Schluss dazu rein, damit sie uns nicht schwarz werden. So,
so gefällt uns das. Wie gesagt, da haben wir vorgeheizt. Bällchen haben wir rundherum schon schön abgeschlossen. Wir schieben uns das ins Rohr rein. Das lassen wir so gut 10 Minuten drinnen, bei etwa 145 Grad. Dann haben die Bällchen auch die richtige Konsistenz und dann schauen wir weiter. Die Faszination Küche beginnt mit Miele. Entdecken Sie den Ursprung des Außergewöhnlichen. Für das, was wir besonders lieben. Das ist Miele. Das ist immer besser. So, Leute, schaut gut aus. Fleisch hat es, glaube ich, mittlerweile genau die Kerntemperatur erreicht, die wir brauchen. Dass wir sagen, es ist schön durch. Nehmen wir es vorsichtig raus. Schaut her. Jawohl, richtig schön saftig, flammig noch, so wie wir es haben. Stellen wir uns ein bisschen auf die Seite. Dann haben wir da hinten schon aufgemixt unsere Suppe. Die werden wir jetzt gleich mal durchpassieren. Aufpassen, ziemlich heiß. Haben wir uns ein feines Sieb hergekriegt, da lassen wir das Ganze schön durch. Perfekt. Stellen wir uns auf die Seite. So, damit die ganzen Flankerl von der Haut vom Paprika sind dann noch weg. Das heißt, wir haben wirklich die feine Suppe. Schaut her mal ganz gut. Wir haben da wirklich eine richtig schöne, lässige Konsistenz. So passt uns das super. Das heißt, wir müssen das gleich mal da vorne rein. Brauchen wir nicht zu viel nehmen. Die könnt ihr euch auch lässig vorbereiten, die Suppe. Das heißt, wenn ihr es nochmal aufwärmt, kein Problem. Das ist schon mal perfekt. Dann holen wir uns die Bällchen gleich mal her. Können wir gleich mal abschalten inzwischen. Setzen wir uns gleich mal die Bällchen so in die Mitte rein. Gehen wir mal 5 Stück. So, dann nehmen wir selbstverständlich auch die Kapern und das mitgebratene von den Schalotterln. Alles schön aussah. Das gibt noch einen richtig interessanten zusätzlichen Geschmack. So, was wir jetzt noch haben, ist das Beste, was wir jetzt vorbereitet haben. Wie gesagt, da könnt ihr ruhig mehr vormachen. Das ist auch perfekt für andere Sachen. Zum Beispiel eine Mozzarella, was ihr daheim habt. Ist auch mit dem Rucola mal ein bisschen was anderes. Lässige Idee zum Beispiel, nachdem wir in der Steiermark sind, könnt ihr das einmal machen mit einem Vogelsalat. Passt auch perfekt. Nehmt statt ein Olivenöl, nehmt ein schönes Kürbiskernöl her, das ist auszubringen. So, dann habe ich da noch ein bisschen Creme Fraiche aufgehört. Schau. Die tun wir uns da noch in die Mitte rein. Auch perfekt. Dann habe ich noch ein bisschen was für den Rucola. Das tun wir dann ein bisschen in die Mitte rein. Und ein bisschen Turmerl aufbauen. Dann geben wir noch ein bisschen was für den kalt gepressten Olivenöl rundherum. Und wir haben schon wieder eine interessante Geschichte. Schnell zubereitet. Wirklich eine perfekte Sache. Wie gesagt, ihr braucht nicht ein normales Faschiertes nehmen. Spült euch ein bisschen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Euer Manfred. Happy Cooking! Das war's mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 10. September. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website highway-tv.at, auf Facebook und auch auf Instagram. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie's gut!